Alexander Dirselhus leitet die Ermittlungen gegen 5 Männer und eine Frau, die in rund 2 Jahren fast 20.000 Senioren in ganz Deutschland mit wertlosen Werbeblockern für Telefone betrogen haben. Beute der Betrüger rund 4 Millionen Euro. Die Plastikteile aus Asien, die per Nachname zu Preisen zwischen 90 und 155 Euro verkauft wurden, sind Schrott. Der soll angeblich vor Anrufen von Betrügern schützen. Problem bei der Sache ist, dass die meisten dieser Blocker überhaupt nicht funktionieren. So sieht man in diesem Fall zum Beispiel, dass das Batteriefach überhaupt keine Kontakte hat. Selbst wenn diese Blocker funktionieren, ist die einzige Möglichkeit, die sie bieten, einmal eingehende Anrufe für die Zukunft zu sperren. Das bringt den Geschädigten jedoch gar nichts, weil die entsprechenden Betrüger täglich ihre Telefonnummern wechseln. In diesem Haus in Hilden bei Düsseldorf hat die Bande vor Jahren mit einem Callcenter ihren Beutezug gestartet. Eine Sonderkommission der Polizei in Mettmann hat die Trickbetrüger gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft nach aufwendigen und schwierigen Ermittlungen auffliegen lassen. Anzeigen von Opfern füllen ebenso wie die Unterlagen der Staatsanwaltschaft ganze Regale von Aktenordnern. Die Dreistigkeit der Betrüger, die es vornehmlich auf ältere Menschen abgesehen hatten, lässt auch die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf staunen. Es gab sehr, sehr viele Maschen. Die wahrscheinlich dreisteste ist die, dass aus den Callcentern angerufen wurde. Man gesagt hat, man ist von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Den Opfern soll geholfen werden wegen vorangegangener Betrugstaten. Und man müsste nunmehr eine Nachnahmesendung für 150 Euro annehmen, um die Hilfe der Staatsanwaltschaft auch wirklich zu erhalten. Die Betrüger haben die Millionen verprasst oder ins Ausland geschafft. Alexander Dirselhus hat nur einen Ratschlag bei dubiosen Anrufen von Unbekannten. Man sollte bei Anrufen von Personen, die man nicht kennt, immer eine gesunde Skepsis bewahren. Dies selbst dann, wenn die Täter sich als Behörden ausgeben, als Vertrauenspersonen ausgeben. Selbst auf die Telefonnummern kann nicht vertraut werden, da diese von den Tätern gefälscht werden können. Insofern ja, mit einem gesunden Misstrauen an jedes Telefonat rangehen, wo eine Person anruft, die man nicht kennt. Noch im Frühjahr soll der Prozess gegen 6 Bandenmitglieder vor dem Landgericht in Düsseldorf beginnen. Die Millionen, die die Anrufer und ihre Chefs von den Senioren erbeutet haben, sind bis auf 80.000 Euro verschwunden. Die Chancen der Opfer, irgendwann entschädigt zu werden, sind damit minimal.